Terra pestem teneto, salus hic maneto und herzlich willkommen zu John Sinclair Night Talk. Mein Name ist wie immer Hannes Bender und wie immer, wenn wir eine Personalakte öffnen, sitzt neben mir Ian Rolf Hill alias Florian Hilleberg. Guten Tag. Hallo Hannes. So, heute geht es um eine Figur, die jetzt nicht unbedingt aus den Anfängen stammt, aber die schon eine ganze Weile dabei ist. Wir reden über den Eisernen Engel. Genau, der Eiserne Engel, aus Eisen geschmiedet. Der Eiserne Engel kommt wann vor zum ersten Mal? Ich wollte gerade fragen, irgendwie, wenn wir bei einer Romanserie mit über 2300 Heften, wo hören eigentlich die Anfänge auf? Ne? Also wir sprechen ja hier. Wo beginnt das Ende, wo endet der Anfang? Genau. Ja. Das ist eine philosophische Frage, die ich an dieser Stelle nicht beantworten möchte. Sag das, doch einfach. Ja, den ersten Auftritt hatte er in dem Roman Der Gigant aus Atlantis. Und damit ist nicht der Eiserne Engel gemeint, sondern der, ist Band 152. Und wir sprechen hier über Chimal. Und Chimal war so. Nicht eine, über Limal. Nein, Chimal. Chimal. Und Chimal ist so eine Urzeitechse gewesen, die in Atlantis herumgestapft ist. Und wird für John Sinclair fast zum unlösbaren Problem. Und Kara und Myxin gelingt es aber, den Eisernen Engel zu rufen. Genau, und das ist in welchem Roman? Der Gigant aus Atlantis. Der Gigant aus Atlantis. 152, und das genau. ist es zum ersten Mal, wo auch John in Atlantis ist? Nein, das ist ja das Albtraum Atlantis. Genau, ja. Also da geht es natürlich um Atlantis und auch um die Mythologie. Ja. Aber es spielt natürlich noch in der realen Welt. Und witzigerweise begegnet aber John Sinclair dann während seiner Zeitreise im Albtraum in Atlantis nicht nur dem Eisernen Engel natürlich wieder, sondern auch Chimal hat einen kurzen Auftritt. Okay. Ne? Ja. Und wie steht jetzt der Eiserne Engel in Beziehung zu Kara und Myxin? Wie habe ich mir das vorzustellen? Die sind Verbündete. Also der Eiserne Engel war ja eigentlich schon so, wenn wir uns jetzt in das alte Atlantis begeben. Ja. Und das war ja diese Welt, sag ich mal, diese antike Welt, diese vorantike Hochkultur. Ja. So kann man es am besten beschreiben. Und dort gehörten ja die Dämonen zum Alltag dazu. Also die waren ja eine omnipräsente Bedrohung. Mhm. Und dagegen standen natürlich diese Weisen von Atlantis, zu denen ja auch Karas Vater Delios gehörte. Und der Eiserne Engel ist eigentlich so eine der mystischen Figuren auf der Seite des Guten gewesen, der halt schon irgendwie so einen übernatürlichen Background hatte, aber jetzt nicht nur ein Mensch oder Magier gewesen ist, sondern er ist ja der Anführer der Vogelmenschen. Also wenn man sagt Eiserne Engel, dann müssen wir ihn uns wirklich auch vorstellen, wie sich die Menschen so einen Engel vorgestellt haben. Und zwar ein Mensch mit Flügeln. Naja, da denke ich natürlich wieder an Flash Gordon und dann an Vulta. Ne? Gordon's alive! Also eigentlich sind es diese. Naja, und ja. Ich meine, Atlantis ist ja auch auf dem Cover, wenn wir uns das Cover angucken von Albtraum in Atlantis, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass diese ganze Vorantike quasi da quasi auch durch diese griechische Architektur und so weiter auch angedeutet ist, also noch Prä-Griechen und Prä-Römer und so weiter. Mhm. War er denn immer ein eiserner Engel oder hat er sich zu dem... Er ist wirklich auch als eiserner Engel erschaffen worden und zwar von den großen Gegnern der großen Alten und zwar den stummen Göttern. Ja. Von den stummen Göttern wissen wir eigentlich im Prinzip noch viel weniger als über die großen Alten, außer dass sie verbannt wurden und zwar in die Schlucht der stummen Götter und dort ist der eiserne Engel von den stummen Göttern auch erschaffen worden. Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wer sind eigentlich diese stummen Götter und... Was haben Sie uns zu sagen? Nicht viel. Obwohl sie tatsächlich auch reden können. Ne? Aber sie sind halt verstummt. Und sie sind auch in dieser Schlucht gefangen, bis der letzte der großen Alten vernichtet ist. Und ob das passiert, das werden zumindest, ich glaube, dass 90% der Leser möchten das nicht hoffen, weil das bedeuten würde, dass der Spuk vernichtet wird, der ja der letzte der großen Alten ist. Also es gibt so bestimmte Kräfte, die sind gesetzt, die müssen einfach bleiben. Genau. Auf die kann man sich verlassen. Genau. Ja. Die stummen Götter sind, glaube ich, auch nie wirklich abgebildet worden. Ne? Ich glaube, die großen Alten, da gab es dieses Cover mit den Gesichtern, glaube ich, die irgendwie von der Seite so kamen. War das nicht irgendwann mal so? Die großen Alten sind immer auch nur einzeln. Also es gibt ja den Roman Die Schlucht der stummen Götter. Ja. So, und da ist dieses etwas, wie soll ich mal sagen, so dieses Gesicht, dieses außerirdische Gesicht schon fast, ne, mit diesem breiten Maul das, und das so. Das ist ne? das, was ich meine. Das ist aber halt kein stummer Gott, ein, ne? Genau, sondern das ist Kalifato, das ist einer der großen Alten.
Das ist im Prinzip der erste der großen Alten, der zurückgekehrt ist und mit dem es John Sinclair auch zu tun bekommen hat, der ja eigentlich die Gestalt einer großen Spinne hat, aber da müssen wir irgendwann separat nochmal drüber sprechen. Und, aber in dem Roman spielt der Eiserne Engel auch eine große Rolle. Und die stummen Götter haben den Eisernen Engel erschaffen. Genau. Aus Eisen, sie haben Eisen genommen. Vermutlich, ne, man weiß es nicht genau, aber sie werden ihn. Eisen ist ja, sag ich jetzt mal, auch ein. Also natürlich trägt er den Namen in erster Linie deswegen, weil er dieses Aussehen hat, aber Eisen ist ja generell ja auch ein sehr. Ein Metall, was ja in der Alchemie auch immer eine große Rolle gespielt hat. Oh, ja, das Alchemie und so, ja. Da sind wir wieder. Ja. Und man ist ja. Das erfährt John Sinclair aber sehr, sehr viel später erst, dass der Eiserne Engel auch ein Pendant hatte, einen Zwillingsbruder, der sich aber von den stummen Göttern abgewendet. Und das ist der Blechmann aus der Zauberer von Oz. Nein, Mist. Das wäre jetzt ein so geiles Crossover gewesen. Das ist der sechste der großen Alten gewesen. Der hat sich nämlich den großen Alten zugewendet und seine Väter verraten. Und wie hieß der? Wer war das? Das war einfach nur der Zwillingsbruder des Eisernen Engels. Okay, der Zwillingsbruder, der hat eine andere Legierung gehabt, ein anderes Eisen. Der sah genauso aus. Konnte man die irgendwie unterscheiden? Nee, gar nicht. Außer ihre Motivation? Nee. Das wurde ja John Sinclair fast zum Verhängnis, weil er gedacht hat irgendwie, oh Mensch, der Eiserne, mein Kumpel. Und dann war der Kumpel aber überhaupt nicht mehr kumpelhaft, als er nämlich, es war ja keine Verbündete, aber eine Zweckverbündete und die hat er dann mal eben geköpft. Und das ist für einen Gutengel wie den Eisernen eigentlich undenkbar. Das müssen wie bei Logan, ne? wo der zweite Logan dann auftaucht. Also ich meine, das Doppelgängermotiv ist ja auch nichts Neues. Nee, ne? Absolut, ne? Das hatten wir, haben wir auch beim doppelten Lottchen natürlich auch. Ne? Hanni und Sachen. Und, ja, wieso? Wenn wir von Zwillingen reden, da wird jetzt im Hintergrund gekichert. Da kann man auch mal so einen Querverweis auf die Kinderliteratur. Die Figur des Doppelgängers. Was wird jetzt hier gelacht? Ich meine das total ernst. Das ist, wenn es einen Doppelgänger gibt, das ist ja, ne, wenn einem nichts mehr, ich sag mal so, wenn einem nichts mehr einfällt, kommt ein Doppelgänger rein. Doppelgänger, oder? Ja. Wann taucht denn, jetzt frage ich mal als Hörspielfan. Wann taucht der Eiserne Engel denn zum ersten Mal in den Sinclair-Hörspielen auf? Also jetzt erstmal bei Tonstudio Braun, denke ich mal, da gab es ja auch Albtraum genau. Aus Atlantis. Das ist das erste und einzige Hörspiel, in dem er auftritt. Okay. Und also gesprochen von Wolfram Weniger, der ja wenig dabei war, aber Programm sozusagen. Als Eiserner Engel, aber er war als Sprecher selber war der omnipräsent. Ja. Also der hat zum Beispiel diesen Petrok Jörg in der ersten Vampir-Trilogie sehr ikonisch gesprochen. Ne? Wenn er so, hahaha, Marek. Ne? Der Pfähler und genau. Und der Eiserne Engel hatte da auch schon eine sehr markante Stimme, die sehr gut dazu gepasst hat, fand ich. Mhm. Und der Edition 2000 war das witzig, weil der Gigant aus Atlantis war eine Zeit lang mal tatsächlich als Hörspiel angeteasert, ist aber dann nicht umgesetzt worden, aus welchen Gründen auch immer, hat es vielleicht auch nicht so richtig gepasst und gut von der Story her. Ne, gab es vielleicht auch einige Romane oder sowas, wo es besser gepasst hat und da ist aber auf jeden Fall auch ein Albtraum in Atlantis dabei. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist das dort auch sein erster Auftritt. Und in der neuen Edition wird er gesprochen von Johannes Steck. Genau. Und Johannes Steck, da muss ich jetzt nochmal genau gucken, bevor ich da irgendwas Falsches sage. Johannes Steck ist mir als nicht nur großem Hörspiel, sondern auch großem Hörbuch-Fan auch bekannt als Sprecher. Als Sprecher ist zu wenig gesagt, als Erzähler der Simon Beckett-Bücher, also David Hunter, die absolut großartig sind. Und da spricht er. Also der erzählte die Geschichte und ist auch quasi der David Hunter, kann man so sagen. Ja. Sozusagen. Also er spricht den Eisernen Engel. Ein großartiger Sprecher. Also der passt auch wirklich wie die Faust aufs Auge. Ja. Also, ja. Ne? Also wo ich auch wirklich sagen kann, also dass man hat ja manchmal so ein bisschen so, naja, da finde ich vielleicht die Tonstudio Braun-Variante besser und da die Edition 2000-Besetzung. Da hätte ich jetzt nicht so die große, den großen Favoriten, aber Johannes Steck ist auf jeden Fall ein ebenbürtiger Nachfolger. Ne? Was kann der Engel denn? Hat er besondere Fähigkeiten, außer dass er fliegen kann, außer dass er aus Eisen ist? Genau, das sind ja schon mal zwei Eiserne, wichtige. Ich meine, der Stählerne. Ja. Also er hat keine magischen Kräfte in dem Sinne, wenn du darauf hinaus willst, also nicht so wie Myxin oder Kara. Na, fliegen ist schon nicht schlecht, oder? Ja, genau. Also, aber es ist ja doch was, sag ich mal, ne? Also fliegen kann ja im Prinzip auch ein Vogel, also dazu muss man jetzt nicht irgendwelche übernatürlichen Kräfte im Sinne von Magie beherrschen. Ne? Aber er ist natürlich als Eiserner auch unverwundbar gegen aller möglichen irdischen Waffen. So wie der Stählerne vielleicht, den es ja auch noch gab. Aber nicht bei John Sinclair. Naja, aber Superman ist der Stählerne, der Eiserne. Genau. Na, also, obwohl er ja auch nicht aus Stahl ist. Ne?
Nee, genau. Ja, das, ja, richtig. Ne? Also man weiß es natürlich auch nicht, was steckt in dem eisernen Engel drinne. Ne? Also selbst als er seinen Zwillingsbruder geköpft hat, hat man da ja auch nicht gesehen. Ne? Der ist dann irgendwie zerlaufen oder zerfallen. Und zerlaufen wie der T-2000 in Terminator 2. Genau. Oder vielleicht gibt es so eine Schweißnaht, vielleicht kann man den Kopf wieder dran. Und der eiserne Engel besitzt aber etwas Wichtiges, was ihn sehr mächtig gemacht hat, und zwar das magische Pendel. Ja. Und das magische Pendel ist ja auch eins dieser Artefakte, die bei John Sinclair, zumindest als es um Atlantis und die großen Alpen ging, eine ziemlich große Rolle gespielt hat. Zuerst hat es ja Itzi, der Riesenwurm, besessen, und dem hat es der eiserne Engel dann auch abgenommen, weil dieses magische Pendel, damit sollte man die mächtigen Erdgeister beschwören können, und man war sich nicht sicher, ob die nicht vielleicht sogar identisch sind mit den großen Alten. Und deswegen wollte irgendwie jeder dieses magische Pendel haben. Und bekommen hatte schlussendlich der eiserne Engel. Was macht er damit? Er hat damit, also zumindest in den Romanen, in den Hörspielen ist es ja dann ein bisschen, also im Roman ist es ähnlich gewesen, aber in anderen, da wird das ja alles in der Höllenwurm, also in diesem Zweiteiler, Belphegors Rückkehr und der Höllenwurm, erzählt. Ne? Und den Roman ist der eiserne Engel in diesem Zweiteiler erstmal gar nicht aufgetreten, sondern er kam später nochmal wieder in Belphegors Höllentunnel, und dort hat er mit dem magischen Pendel Belphegor vernichtet. Belphegor, das ist der Hexer mit der Flammenpeitsche. Genau. Ganz genau. Und später hat er damit auch den großen alten Hemator vernichtet. Und dabei ist auch das magische Pendel zu Bruch gegangen. Und darüber war der eiserne Engel not amused. Weil keine Garantie mehr drauf war. Ja, und war not amused und war auch so ein bisschen depressiv und hat sich dann auch lange Zeit zurückgezogen aus den Geschehnissen. Ne? Bis er dann wieder... Ach Mann, doof. Och, nee, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war als Leser da auch so ein bisschen so, dass ich konnte da nicht so richtig mit ihm mitschwingen, weil ich gesagt habe, naja... Mitschwingen wie das Pendel. Richtig. Weil ich gesagt habe, naja, hat damit einen großen Sieg errungen, ne, und dass man da halt auch Opfer bringen muss. Ne? Also ich meine, er ist der eiserne Engel. Ja? Also muss er mal ein bisschen zusammenreißen. Jetzt muss ich nochmal wegen dem Pendel... Wie hält denn dieser Wurm? Wie hat er denn das Pendel? Wo hat er das gehabt? Um sein Hälschen? Das Würmchen hat das Pendelchen ums Hälschen. Wer kennt das nicht? Also, schau mal, das Würmchen. Hallo, im Hörspiel selber spuckt er das ja aus. Also jetzt muss das ja wahrscheinlich runtergeschluckt haben. Die kleine Raupe Nimmersatz. Neu erzählt von Jason Dark. Wunderbar. Und jetzt lebt der Engel also bei Kara und Maxine. Bei den, wie wir ja wissen, bei den flammenden Steinen. Jawohl. Das ist so eine Art mystische WG, kann man sagen. Ja, das kann man wirklich sagen. Und lebt er jetzt? Der lebt da jetzt. Der hat, er hat ja auch eine Gefährtin. Eine Freundin, Sidonia, die Prinzessin von Atlantis. Genau. Die wohnt mit ihm da. Die hat er mit rübergenommen. Ja, die musste er befreien. Also so, sie wurde damals in Atlantis vom Schwarzen Tod geblendet. Also sie war blind. Okay. Aber sie hatte Macht über Vögel. Und da ist die Verbindung zu dem Eisernen Engel und den Vogelmenschen. Und, genau. Das heißt, sie kann aber nicht fliegen, sie kann durch die Vögel sehen. Genau. Naja, also beziehungsweise sie kann halt mit Vögeln auch kommunizieren. Okay. Ja, und sie selber kann nicht fliegen. Also sie sieht eigentlich erstmal aus wie ein gewöhnlicher Mensch. Ja. Ne, die Besonderheit war halt, dass sie halt vom Schwarzen Tod geblendet worden war. Und es ist ihr aber dann gelungen, später ihr Augenlicht zurückzuerlangen, weil ein Adler aus Atlantis hat ihr im Prinzip seine Augen überlassen. Und das ist dann natürlich alles Magie und Deep Magic. Ja, ich wollte gerade sagen, das passt ja nicht. Aber sie hat, sehe ja nicht aus. Ne, und ich hab das aber auch häufig ein bisschen aufgegriffen in den Romanen jetzt, wenn sie auftritt, ne, dass die Leute sich manchmal so ein bisschen wundern, sag ich, sie haben aber einen komischen Blick, nehmen sie Drogen oder sowas. Ne? Und sie irgendwie immer so ein völlig konsterniert. Adlerauge, sei wachsam. Genau. Ja. Also wenn wir über den eisernen Engel reden, wenn wir jetzt diese Geschichte haben und auch mit Sidonia, er hat eine Schwermut. Ich meine, er hat dieses Eiserne, ist ja auch ein Metall, was sehr schwer ist. Vielleicht spielt das ja auch quasi sinnbildlich auch eine Rolle. Das Thema Depression steht im Raum. Ist er so jemand, der... Naja, also als Sidonia wurde ja dann auch mal, sag ich mal, tödlich verletzt, also lag im Koma. Und es war lange Zeit unklar, ob sie gerettet werden konnte. Und der eiserne Engel war so getroffen davon, dass er in die Schlucht der stummen Götter zurückgekehrt ist und dort langsam zu zerfallen begann. Und John Sinclair und seine Freunde mussten es irgendwie schaffen, Sidonia zu retten. Also natürlich auch wegen Sidonias Willen. Aber sie wussten halt, wenn sie stirbt, stirbt der eiserne Engel auch.
Der ist zerfallen, was hat er gemacht? Hat er angefangen zu rosten oder wie ist das? Nee, das wurde nicht näher beschrieben. Also er war in der Schlucht der stummen Götter und Charon und Maxim berichteten das John und sagten, denn du musst in die Vergangenheit zurückreisen, du musst den Lebensatem der Sirenen finden, weil das war das Einzige, was Sidonia noch retten konnte. Bevor er komplett korrigiert ist, genau. Er dann quasi in den DeLorean gestiegen und zurück in die Vergangenheit und Doc Brown hat gesagt, hier, was ist mit den Sirenen? Das ist ja auch eine griechische Mythologie. Genau, und wie Atlantis und die Griechen, da gibt es ja diese Verbindung, dass ja nach dem Untergang von Atlantis viele Atlanter nach Griechenland übergesiedelt sind. Und die Sirenen, die wir so kennen als fischschwänzige Frauen, die haben damals auf Atlantis gelebt, bevor die ersten Menschen dort gesiedelt sind. Mhm. Und ein Dämon, der Vater der Ungeheuer, Phorkys, der ja auch aus der griechischen Mythologie kommt, der hat mit seiner Tochter Kanekra diese Sirenen gefangen und hat ihnen ihre Seelen geraubt und hat sie zu einer Art Kugel geformt, zu dem Lebensatem der Sirenen. Und damit hat er die Harpyien gefüttert. Und die Harpyien, das sind ja auch wieder aus der griechischen Mythologie, das sind diese Vogelfrauen. Und die haben da Sirenen, daraus sind sie Sirenen entstanden, die wie Vögel mit Frauenköpfen ausgesehen haben. Das sind ja eigentlich so die klassischen Sirenen, wie man sie auch aus der griechischen Mythologie kennt. Jetzt haben wir sehr viele Mythologien, uns auf sehr viele Mythologien auch bezogen, vor allem auf die griechische, die quasi also von Jason durch Atlantis quasi vorweggenommen worden ist. Ja. Ist sowas, jetzt stelle ich mal wieder die Gretchenfrage, ist sowas für dich als Autor eine Herausforderung? Ist das ein Geschenk? Wie sieht das aus? Lasse ich die Katze aus dem Sack, weil diese ganze Geschichte um Sidonia und um den eisernen Engel und den Lebensatem der Sirenen, den habe ich ja geschrieben. Und das war für mich, natürlich ist das, deswegen meine ich, das ist halt ein Aspekt, womit ich den eisernen Engel auch nochmal für mich ein bisschen greifbarer und interessanter machen wollte, weil im Gegensatz zu Kara und Myxin, hat er ja nicht in irgendeiner Form im Tiefschlaf gelegen oder hat irgendwie eine Zeitreise gemacht, sondern er hat all die Jahrtausende irgendwie, hat die Welt kommen und gehen sehen, sage ich jetzt mal. Und was macht das eigentlich mit so einer langlebigen Figur? Ne, das war für mich halt auch nochmal wichtig. Ne? Und dass halt irgendwann vielleicht auch jemand mit mit dieser Bürde und auch mit diesem ewig währenden Kampf, also wenn du wirklich über 10.000 Jahre lang gegen das Böse kämpfst und du merkst irgendwann, ich kann aber so lange weitermachen, wie ich will. Und ich werde nicht sterben. Also er altert ja nicht wie John Sinclair oder sowas. Und das heißt, irgendwann merkst du natürlich, da finde ich halt so eine Schwermut für so eine Figur wie den eisernen Engel durchaus, ich will jetzt nicht sagen erfrischend, aber es macht ihn doch interessanter und so ein bisschen greifbarer vielleicht. Und auch natürlich dann auch nachvollziehbar. Genau. Ne? Wenn man, ich meine, je älter man wird, guckt man sich das Weltgeschehen an und denkt, das wird nichts mehr. Ja. Das ist alles für den Arsch. Beziehungsweise alles denkt, passiert. Die lernen einfach nicht richtig, aus ihren Fehlern. Der eiserne Engel, obwohl er ja selber erstmal so kein Mensch ist, er kämpft ja für die Menschen. Ja, ja. Und wenn du denn denkst, irgendwie so, ja, aber warum mache ich das, wenn ihr euch selber gegenseitig ständig die Köpfe einhaut, dann hat man halt irgendwann keinen Bock mehr. Wir müssen am Ende noch über eine Figur aus der Mordliga-Manufaktur reden, aus dem Geisterjäger-Fanshop. Schönen Gruß an Jörn Brohm. Da gibt es nämlich eine Figur namens der Dunkle Bruder. Und der sieht fast genauso aus wie der Genau, Eisernengel. Das ist der Zwillingsbruder, über den ich vorhin sprach. Das ist er. Das ist er. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das ist er. Das? Ja. Und er hat nicht das Pendel? Nee, er hat nämlich diesen abgeschlagenen Kopf in der Hand. Von wem? Das, jetzt weiß ich gar nicht, ob er das ist, aber im Roman ist es der von Layla, von dieser Dienerin von Lilith. Okay. Und der eiserne Engel wird ja mit dem magischen Pendel dargestellt. Den gibt es ja, glaube ich, da auch. Den gibt es, glaube ich, auch. Ja, und der hat dieses magische Pendel und der dunkle Bruder hat den abgeschlagenen Kopf. Ist denn die Geschichte des eisernen Engels und die ganze Atlantis-Geschichte, ist das jetzt so langsam zu Ende erzählt? Ich meine, wir reden über Ewigkeit und endlos ein ewiges Leben und so weiter. Ich hoffe nicht. Da kommt noch was. Hast du noch irgendwie was auf der Pfanne und die Kolleginnen und Kollegen. Man muss natürlich mal gucken, wie das aktuell in das Geschehen reinpasst. Aber ich schreibe eigentlich schon recht gerne über die Atlanta generell, aber auch über den eisernen Engel. Ne? Also ich habe ja schon einige Romane über ihn geschrieben, auch als es um die Eroberung der flammenden Steine, der Glykaon geht. Da ist ja auch der eiserne Engel auf dem Cover abgebildet. Wir blenden es ein. Ich hoffe, mit Sicherheit werden wir nochmal auf den eisernen Engel und auch auf die Atlanta eingehen. Viele Mythologien, viele Geschichten ranken sich um den eisernen Engel und um Atlantis.
den Mythos. Das ist doch gut, wenn man so qualifiziertes Fachpersonal hat wie dich, den man einfach nur fragen muss, sag mal, was war denn da eigentlich los? Und dann erzählt er uns. Damals in Atlantis. Damals in Atlantis, als wäre er persönlich dabei gewesen. Der Ian, der Rolf, der Hill, der Florian Hilleberg hier bei John Sinclair Night Talk. Schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, was eure Lieblings-Atlantis-Geschichten sind, eure Lieblings-Atlanta. Und danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und bleibt uns gewogen und angenehmes Gruseln allerseits.